Morgens, hier ist er wieder, euer Dutchman mit der 201. Folge, ja, glaube ich. Ja, let's show play Minecraft. Was sonst? Ich war inzwischen noch mal ein bisschen unten an der Experience-Maschine, denn ich möchte mir noch hier meine Eisenhose. Bisschen. Ach nee, halt. Nee, ich kann mir jetzt so ein eisernes Oberteil bauen und das kann ich mir dann auch enchanten lassen. Dass wir da noch mal ein bisschen was draufkriegen. Na, wenn wir schon mal dabei sind, dann. Na, komm schon, können wir das hier auch. So. Und zack, hier nehmen wir noch einen weg. Zack. So. Und. Halt, nee, das muss ich ja. Darf ich ja noch nicht anziehen. Das muss ich ja noch auf den Tisch packen. Level 13 werden wir zwar nicht allzu viel rausholen können, aber mal sehen, was einfach noch so geht. No. Im Biggin Light Sphere. Aha. Demon Sphere, so was. Water Twist, Ball Ball. Man müsste aus diesen Shrink Free Undead. Aha. Was soll das denn sein? Pre-Enchant Bless Darkness. Nehmen wir mal den hier. Was ist das? Fire Protection. Ui, auch was Schönes. Falls ich mal in Lava falle oder durch das Feuer laufe, haben wir doch auch was Lustiges noch dabei, ne? So, sieht da auch nochmal richtig nett aus hier in seinem Glitzerkleidchen. So. Auf geht's. Was machen wir heute? Ja, ich hatte ja mal gesagt, dass ich die Spinnenfalle oder beziehungsweise den Spawner an der Spinnenhöhle, dass ich den auch zur Experience-Maschine umbauen will. Und das werden wir in dieser Folge mal machen. Dazu hüpfen wir in ein Minecart, ich will aber nicht zur Strandhütte. Auch nicht nach Richard Hardin, sondern dann muss ich hier wieder über Neptuns Dank fahren. Ja, gibt mir nochmal Gelegenheiten, ein paar Worte zu sagen. Einmal hier zum Beispiel Dysfunction. Ich weiß leider auch nicht, wo der sich gerade rumtreibt, unter welchem Namen er zu finden ist. Er hat ein Abschiedsvideo auf seinem Kanal gemacht, da gesagt, auf welchem Kanal er jetzt ist. Ich habe seinen aktuellen YouTube-Account leider nicht, wie er da, wo er da aktiv ist. Also, falls du irgendwo bist, Dysfunction, melde dich einfach mal hier, schreib's in die Kommentare. Wie auch immer, oder schreib's nicht, dann bleiben die Leute dabei und fragen bei mir nach dir. Das wäre natürlich auch was Schönes, so Kommentare und so. Psst, haha, haben wir wieder eine Verschwörungstheorie in die Welt gesetzt. Na? Ja, dann noch was in den Kommentaren zur letzten Folge. Wieder mal dabei, der Spitzenreiter, Frage nach dem Texture Pack. Und ich bin heute in einer etwas seltsamen Stimmung. Nämlich ein bisschen auf Brast, auf Krawall gekämmt. Ach ja, Frage nach dem Texturenpack ist ja so alt wie Minecraft. Mir ist jetzt einfach nur mal durch den Kopf geschossen, die Kommentare und PNs, wo ich einfach nur nach dem Texturenpack gefragt werde. Habt ihr euch mal überlegt, was ihr damit eigentlich macht oder aussagt? Ich meine, ich habe selber, weiß ich nicht, 100, 150 Folgen lang gemacht, dass ich den Namen des Texturenpacks in die Beschreibung geschrieben habe. Die Strecke geht zur Spinnenhöhle. Es wurde trotzdem gefragt. Gronkh, alle anderen großen und überhaupt alle Minecraft-Let's Player können das bestätigen. Es bringt nichts, wenn man den Link zum Texture Pack oder den Namen des Texturenpacks in die Beschreibung stellt oder vielleicht sogar im Video verlinkt, nach dem Texturenpack gefragt wird trotzdem. Aha, und das
macht mir gerade einfach mal heute besonders einen dicken Hals, den habe ich eh schon. Weil ich finde, wenn ihr euch schon dazu aufrafft, einen Kommentar zu schreiben zu einem Video, ja, und dann in keinem Wort auf das Video selber eingeht, auf das Gameplay vielleicht, auf den Kommentar. Das heißt, auf alles andere, was das Video eigentlich ausmacht und was die Arbeit an dem Video eigentlich ausmacht. Ich merke schon. Ja, nein, sondern nur die Frage nach dem Texture-Pack. Wenn ihr schon dabei seid, einen Kommentar zu schreiben, wenn ihr euch schon dazu aufrafft, weil ich habe ja nichts dagegen, wenn Leute einfach nur gucken, ohne einen Kommentar zu schreiben. Ja, ist auch vollkommen okay, überhaupt nichts Schlechtes dabei. Aber wenn ihr euch schon aufrafft, einen Kommentar zu schreiben und ihr fragt nur nach dem Texture-Pack, kein Wort über das Video, über die Bildqualität, über die Art, wie ich spiele, über die Art und Weise, wie ich baue, über das Konzept des Let's Showplays, über das Let's Play an sich, über meinen Kommentar, pipapo, was es alles noch zu sagen gäbe zu so einem Video. Sondern nein, nur die Frage nach dem Texture Pack. Das sagt ganz klar, euch interessiert nur das Texture Pack. Der Rest des Videos interessiert euch einen Scheißdreck. Knallhart und ehrlich gesagt. Weil das wäre ja nun überhaupt kein Aufwand da, vielleicht nochmal zwei, drei Zeilen drüber zu verlieren. Aber nein, es wird nur nach dem Texture Pack gefragt. Aha. Kriege ich einen dicken Hals und lange Zähne. Und mir bringt mich damit nur auf blöde Ideen, Leute. Eine zum Beispiel, diese Leute einfach zu blocken. Aus eben diesem Grund. Wenn ihr euch schon dazu hinreißen lasst, einen Kommentar zu schreiben. Aha. Was ja schon selten genug passiert. Nichts gegen die Leute, wie gesagt, die nur gucken und nicht kommentieren. Das ist vollkommen okay. Aber wie gesagt, wenn ihr euch schon dazu hinreißen lasst, einen Kommentar zu schreiben und verliert kein Wort über das Video, über das Gameplay, sondern nein, ich will das Texture Pack haben. Ja. Sprich, der ganze Rest des Videos, wie gesagt, interessiert euch einen Scheißdreck. Kommt bei mir natürlich die Idee auf, ja, scheiße, ich hab's satt, diese ständigen Fragen nach dem Texture Pack. Ich spiele einfach mit den Default-Texturen. Das Let's Play, die Bauten und so weiter, ist ja alles dasselbe. Ja? Nur das Texture Pack ist anders und wenn ich mit den Default-Texturen spiele, dann schaffe ich mir dieses Thema, diese Scheißkommentare, die mir ehrlich gesagt immer wieder mal einen dicken Hals machen. Und wenn ich sowieso schon, ihr merkt es ja gerade, auf Brast bin, jetzt nicht nur jetzt wegen dieses Themas, es geht auch noch wegen eines anderen Themas die Hutschnur hoch. Aber wenn ich sowieso schon auf Brast bin, dann erst recht. Und wie gesagt, eine mögliche Idee wäre einfach zu sagen, komm. Erspar dir das. Entweder du blockst die Leute einfach, kommentarlos. Ja. Weil es eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein sollte, wenn man schon einen Kommentar zu einem Video schreibt, dass man halt dazu auch was zu dem Video schreibt. Und nicht nur nach dem Texture Pack geiert. Und damit ganz klar und deutlich sagt, der Rest des Videos interessiert mich einen Scheißdreck. Ich habe mich nur aufgerafft, einen Kommentar zu schreiben, weil mich das Texture Pack interessiert, weil ich das wissen will. Weil ich zu faul bin, bei Minecraft, im Minecraft-Forum selber nach einem anständigen Texture-Pack zu suchen. Da werden alle Texture-Packs mit Bildern vorgestellt. Ja. Und diese Respektlosigkeit, die, ja. Und die Leute kann ich mir, wie gesagt, ganz einfach vom Hals schaffen, indem ich sie entweder gleich kommentarlos blocke, ja, oder ich stelle mich halt hin und sage, okay, scheiße, es ist Nacht, ich gehe erstmal schlafen. Nein, okay, ich mache mir das Problem gar nicht erst, sondern zumindest für die Videoaufnahmen, ja, da spiele ich mit den Standardtexturen. Dann bin ich das Problem los. Ist doch geil, oder? Ja, genau das, was ihr wollt. Ich wollte mir ein bisschen Glas holen. Aber erstmal nehmen wir hier noch das Skelett mit. Das Schwert hier ist richtig gut. Damit kriege ich jetzt so ein
Skelett oder ein Creeper wirklich halt mit zwei Schlägen umgehauen. Normalerweise brauche ich dafür drei oder vier. Ist schon. Macht sich hier schon bemerkbar, die Schärfe. Was wollte ich denn eigentlich? Nee, ich wollte ja unten Glaswände. Habe ich Glas oder Sand dabei? Nee, aber eine Schaufel. Haha! Gibt doch für alles eine Lösung. Und das ist das richtige Werkzeug. Ja, wie gesagt. Blöde Idee, auf die ihr mich da bringt, ne? Wäre natürlich keinem von euch recht. Mir auch nicht, ehrlich gesagt. Aber, wie gesagt, das geht mir auf den Keks. Natürlich auch allen anderen Let's Playern. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das einem Gronkh, einem Honeyball oder einer Honeyball, ist ja eine weibliche Let's Playerin, oder einfach jedem, der Minecraft Let's Play macht oder Minecraft Videos macht, in irgendeiner Form, dass dem diese Fragerei nach den Texture Packs nicht auf die Nerven geht. Vor allen Dingen eben, wie gesagt, rein im Kommentar nur die Frage, was ist denn das für ein Texture Pack? Egal, ob man es in der Beschreibung geschrieben hat, ob man es im Video verlinkt hat, ob man den Download-Link sogar selber, einfacher geht's ja gar nicht, in die Videobeschreibung gepackt hat. Nein, es wird trotzdem einfach ein Kommentar geschrieben oder fast schlimmer noch eine PN, ja, und nach dem Texture Pack gefragt. Ein Kommentar hat wenigstens den Vorteil, wenn dann ein anderer darauf antwortet, dann ist das Thema wenigstens erledigt. Könnte man denken. Nein, aber schaut einfach mal in die Kommentare zu. Was war es? Ich glaube Folge 199. Einer der ersten Kommentare. Frage nach dem Texture Pack. Kommt auch gleich eine Antwort drauf. Wunderbar soweit. Ein paar Kommentare weiter oben. Wieder die Frage nach dem Texture Pack. Noch nicht mal die Kommentare werden dann durchgelesen. Oh, ihr merkt's, Leute, ich hab einen Hals. Aber momentan genieße ich das einfach auch mal ein bisschen. Oder gönn mir das. Hier so ein bisschen abzuranten. Weil es mir einfach mal stinkt. Ganz ehrlich gesagt. Ja, und warum soll ich damit hinterm Berg halten, wenn ich auch sonst über Themen rede, die mich bewegen? Wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendeinem anderen Minecraft-Let's Player anders geht. Was die Fragen nach den Texture Packs nicht nerven. Besonders, wenn man es in der Videobeschreibung verlinkt hat und sich die Mühe jeweils macht. Und wie gesagt, ganz speziell eben der Eindruck, wenn der sich schon die Mühe macht, einen Kommentar zu schreiben, ja, was ja doch gemessen an der Zahl der Kommentare, die zu Videos allgemein kommen, ja immer eine ziemliche Herausforderung ist. Wenn sich schon jemand die Mühe macht, einen Kommentar zu schreiben, dann nur, um nach dem Textaspekt zu fragen. Der Rest des Videos interessiert ihn einen Scheißdreck, sagt er damit. Ganz klar. Ja, denn irgendwas anderes an dem Video hat ihn nicht dazu bewegt, einen Kommentar zu schreiben. Und auch nicht dazu bewegt, vielleicht noch zwei, drei weitere Zeilen oder Wörter, Sätze vielleicht sogar zu seinem Kommentar zu schreiben. Ah! Leute! Aha. Da kriege ich hier einfach mal stellvertretend für alle Let's Player, Minecraft Let's Player, einen dicken Hals. So. Ha. Bla, ey. Nee. Ja. Wie gesagt, wenn euch ein Texture Pack interessiert, schaut bei Minecraft.net nach. Da werden sie alle vorgestellt. Da seht ihr alle viel mehr als nur das eine, das ihr in einem Video seht. Ja. Und sie werden alle mit Bildern gezeigt, alle mit Screenshots. Ah, ey, es ist. Ach nee, ey, wenn man euch das Atmen abnehmen könnte, dann würdet ihr das auch noch mit Freude abgeben. Ey. Ja. Mann. So, also ich putze mir hier noch ein bisschen Glas, was ich da unten reinhauen will. Ja, wie gesagt, also die blöden Ideen, auf die ihr mich mit solchen Dingern bringt, sind eben einfach so eine Kommentare. Einfach ersatzlos zu blocken. Sowas verleidet natürlich auch einem die Arbeit mit Kommentaren, wenn da sowas wieder drin steht. Ihr habt es vielleicht jetzt in den Kommentaren zur letzten Folge gesehen, da habe ich ja relativ viele Kommentare direkt
beantwortet oder bin halt mit einem kleinen Scherz drauf eingestiegen und so eine Sachen. Das könnte unter fast jedem Video so sein und nicht nur bei mir, sondern auch bei anderen Let's Playern. Ja. Denn eben, wie gesagt, so eine Scheiße wie mit den Fragen nach den Texture Packs. Nicht wehren. Ja. Klar, liest man viele Kommentare und jeder Let's Player gibt sich, denke ich mal, wirklich Mühe, auch möglichst alle Kommentare zu lesen und auch möglichst viele zu beantworten. Macht natürlich einfach viel mehr Spaß, je höher der Anteil von sinnvollen, von guten Kommentaren ist. Und Sachen wie zum Beispiel eben das Fragen nach dem Texture Pack ziehen da einfach so gnadenlos die Laune runter. Es könnte richtig geil sein. Ich kenne solche, ich sag mal, belebenden Diskussionen, angeregtes Unterhalten aus anderen Ecken, nämlich aus Foren und auch schon ein paar Jahre her. Weil ich mich ja viel mit Trackmania-Videos beschäftigt habe und da viel halt ausführlich Videos kommentiert habe, dann halt auch natürlich Antworten gekriegt habe von den Videomachern und so weiter. Das hat richtig Spaß gemacht. Da gab es richtig sinnvolle Diskussionen, die sich da entspannt haben, die einfach auch vom Volumen her, also von der Anzahl der Zeichen, glatt mal so das 10- bis 12-fache ausmachen von dem, was man heute unter einem YouTube-Video sieht. Ja. Also, meinetwegen hier jetzt meine letzte Folge, 20, 30 Kommentare ist ja nicht viel. Aber stellt euch mal vor, ihr könnt zu einem Video mal so nach zwei Bildschirmseiten richtig sinnvollen, gehaltvollen Text lesen. Möglich ist es. Ja? Warum nicht? Und es würde halt eben auch Spaß machen, als YouTuber eben ausführlich auf entsprechend gute Kommentare einzugehen. Ja, wenn da eben nicht die Scheiße wäre mit dem Stumpfsinn. Mit den Leuten, die selber zu faul sind, selber zu denken. Was heißt zu denken? Das ist ja noch nicht mal denken, das ist einfach nur nachschlagen irgendwo. Ja. So, und ich glaube, ich habe das Ding jetzt hier eigentlich so weit gebaut. Gut, hier oben haue ich mir auch einfach mal Glas rein, das ich dabei habe, weil ich halt nicht will, dass sich die Spinnen da nur in den Ecken festkrallen. Das heißt, ich kann es auch hier rausnehmen. Dann haben wir den Raum hier auch gleich ein bisschen größer gemacht, dass hier vielleicht sogar ein bisschen mehr spawnen. Und mal sehen, wie das dann funktioniert, ob ich die dann wirklich nach vorne an die Tür gelockt kriege. Das heißt, müssten sie ja eigentlich und sie eben dann durch die Tür hindurch fertig machen kann und da fleißig die Experience abgreifen kann, ohne dass die mich selber fertig machen. Ne? Zack, 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 schwubbeliwupp, raus hier und da ist schon die erste. Ne? Und die kommt nicht durch die Tür durch, aber ich kann sie mit dem Schwert durch die Tür hindurch treffen. Zack. Ja, und die Experience-Punkte kommen hier auch langsam zu mir gekrabbelt. Oh, notfalls kann ich hier auch mal ein Stück vorgehen. Das ist da mit der Ecke vielleicht ein bisschen ungünstig. Schauen wir mal. Leuchtet da noch eine Fackel? Ach so, nee, das ist die Kürbislaterne, die da leuchtet. Die kann man natürlich auch dunkel machen, damit hier der Spawner ein bisschen besser abgeht. Klappe habe ich natürlich nicht dabei. Ja, Süße. Ja, schön, die Experience Points hier. Da kommen sie doch, da sind sie doch unterwegs, ne? Zack, 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 zack. Einmal geradeaus rein, geradeaus raus. Das geht doch. Ja, ich glaube, damit der Spawner hier wirklich in Betrieb kommt, ist es hier unten natürlich einfach noch ein bisschen hell. Na, machen wir mal die Tür zu, damit die Ladies hier nicht ausbüchsen. Und begeben wir uns hurtig nach oben, machen da noch so einen Klappdeckel für die Kürbislaterne. Ja. Haben wir ja hier auch passenderweise gerade dabei. 6 Holz. Zack, hier können wir auch noch ein bisschen abgreifen.
So, dann geht's wieder runter. Schubidubidu. Ja, ihr seht, ne? Habe ich mich mal ein bisschen ausgekotzt und dann bin ich auch schon wieder friedlich, ne? Mehr oder weniger. Ja, ein anderer großer Aufreger. Jetzt, ja, nicht nur für mich oder vielleicht auch weniger für mich. Hier wäre es natürlich auch schön, wenn man ein bisschen. Zack, das abblocken. Ja, und hier ist natürlich alles knallhell ausgeleuchtet. Ja. Gut, ein bisschen muss es hier natürlich sein, damit ich hier nicht bei der Arbeit überrascht werde, unangenehm überrascht werde, ne, was schade wäre. Schauen wir mal, vielleicht können wir mit ein bisschen Cobblestone. Ja, kann ich es mir ja zum Beispiel hier schon mal absichern. Ja, dass ich hier von hinten nichts Böses ins Genick kriege. Hier kann ich sowieso nicht hoch. Zack, dann können wir da auch zumachen. Und ja, hier kann man im Prinzip auch dicht machen. Dann machen wir es am besten einfach erstmal hier. Na, zack, zack. So. Und schon ist es hier schön schummerig. Die Fackel hier setzen wir mal auch weg. Ach ja, da ist ja was los. Da ist ja was los. Das geht ja schon mal gut hier. Zack. Na? Raus können die Biester nicht. Das ist schon mal schön. Aber ich kann mit dem Schwert hier rein. Und die können sich meinetwegen auch da oben stauen. Früher oder später kommen sie dann runter. Na? Und dann können wir hier schön sammeln. Zack, zack, zack. Ja. Ja. Bisschen mal rein hier, um die Spinnenfäden abzugreifen. Gut, da könnte man sich jetzt hier noch einen Wasserlauf hinbauen oder sowas. No. Aber na, im Prinzip müsste doch die Lampe da hinten raus. Dafür könnte ich mir dann da eine Fackel hinsetzen. No. Aber ja. Soweit. Ja, so. Gut, bam, 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 schauen wir mal, ob wir noch ein bisschen was weitermachen zum Spinspawner. Ja, die Treppe hier könnte ich jetzt mir jetzt natürlich auch rausreißen komplett. Ah, das war ja früher so gedacht, dass die Spinnen unten spawnen und dann eben ja durch meine Präsenz hier oben hochgelockt werden, diese Treppe hochkrabbeln und ich sie dann hier oben durch diese Öffnung bequem abstechen kann. Hat nicht ganz so funktioniert, weil die Biester eben von unten nicht hochkamen. Jedenfalls nicht freiwillig. No. Ansonsten hier in der Höhle ist, glaube ich, auch noch ja, so das eine oder andere zu entdecken. Schauen wir mal. So, hier oben ist es wieder Nacht. Glas brutzelt noch. Stimme wird so langsam ein bisschen rau, für die muss also getan werden. Ich mache hier mal ein kurzes Päuschen, bin gleich wieder da. So, da sind wir wieder wach. Frage ist, was machen wir jetzt hier als nächstes? Das hätte ich mir eigentlich überlegen sollen, anstatt mich mal schon auf den Aufreger der Woche einzustimmen. Ach, da hinten drin noch ein paar. Ach, Creeper, Creeper, Creeper. Ist doch immer lecker. Schnappen wir uns doch mal einen hier. Da oben ist nichts. Okay. Komm schon. Erstmal kriegst du eins mit dem Bogen. Na. Das müsste man auch mal versuchen, den zu enchanten. Was der dann macht. Zack. Ein Pfeil. Ein Hieb mit dem Schwert. Umgehauen. Schön so. Laufe ich jetzt hier einfach ein bisschen durch die Gegend. Scheibe, da müsste ich mir jetzt echt was einfallen lassen, weil bei dem Thema, was ich eigentlich so als nächstes im Sinn habe,
könnte ich nochmal richtig drauf losbratzen. Da war das eben überhaupt nichts dagegen. Huhn, du hast ein Ei gelegt. Damit hast du deine Schuldigkeit getan. Und so weit mitschleppen will ich dich nicht hier in die Nähe auf irgendeine Farm. Da habe ich, glaube ich, gerade nichts im Angebot. Ja, wie gesagt, das nächste Thema, was mir so auf dem Herzen liegt, als Aufreger der Woche, wo ich nochmal richtig loslegen könnte. Da würde ich schon mal, glaube ich, alleine eine halbe Stunde drüber quatschen. Stichwort Sopa. Machen wir es einfach mal, während ich hier mehr oder weniger planlos einfach ein bisschen durch die Gegend laufe. Wer oder was Sopa ist, ruft es einfach bei YouTube auf, dann wisst ihr es, beziehungsweise, genau, dann wisst ihr es nicht. SOPA ist ein Gesetzentwurf in den Vereinigten Staaten, der dort gerade zur Verhandlung, zur Beratung ansteht. Und das Geschrei bei YouTube und in der Gamer- und Let's Player-Szene ist groß, weil angeblich mit diesem Gesetzentwurf Let's Plays verboten werden sollen auf YouTube. Halleluja, was für ein Thema, was für ein Aufreger. Ja. Ja, und da bietet es jetzt doch für alle, die es beim RTL-Skandal verpasst haben, dabei zu sein, jetzt die Chance, hier zum Widerstand gegen SOPA aufzurufen. Ohne dass sie teilweise wissen, worum es dabei geht. Dabei ist es so einfach. Man braucht nur mal bei Wikipedia nachgucken und dann sieht man den Originaltext. Und da steht auch mit Schulenglisch verständlich drin, worum es geht. Und wenn das Schulenglisch nicht ausreicht, Google Translate hilft. Jedenfalls genau genug. Ja, SOPA hat im Prinzip nichts anderes zum Ziel als das, was jetzt schon bei YouTube die geltenden Richtlinien sind, denen jeder YouTuber zustimmt, wenn er ein Video hochlädt. Das ist nichts Neues, was die da wollen. Die wollen nämlich nichts weiter als Urheberrechte schützen und haben dabei gar nicht die Let's Player und YouTube und die Gamer-Szene im Auge, sondern die Software-Piraten, sprich die Leute, die gecrackte Versionen von Software natürlich besonders Spielen zum Download anbieten, aber natürlich auch Filme, sprich die ganzen Streaming-Plattformen, Kino.to zum Beispiel, ne, prominenter Vertreter. Das kann mir keiner von euch erzählen, dass er da nicht den einen oder anderen in seiner Favoritenliste hat, ne? Oder nicht mal den einen oder anderen Film darüber guckt. Ja, aber die Sachen, die haben sie damit im Auge. Ja, sprich, dahinter stecken eben nicht die Gaming-Firmen alleine, sondern was viel wichtiger ist und noch ein Schlag größer ist, eben die Filmproduzenten, sprich Hollywood, sprich United Artists und MGM und Konsorten, 20th Century Fox etc. pp. Ja, denen natürlich Einnahmen entgehen, weil ihre Filme über diese Plattform geguckt werden und die Leute sich nicht eben nach einem Jahr oder sowas die Blu-ray-DVD für 5 € kaufen. Ja, oder halt sofort ins Kino rennen oder ja, wie auch immer. Tatsache ist, das ist illegal. Ja. Ja, was weiß ich, eben zum Beispiel den Blockbuster im Kino abzufilmen, das Ding bei Mega Video oder sonst was hochzuladen und dann bei YouTube ein Video zu machen. Hier, wer den und den Film sehen will, schau einfach mal bitte auf den und den Link. Ja. Sucht einfach mal bei YouTube, ich habe das Thema ja schon mal angesprochen, ne? Sucht einfach mal nach Minecraft for Free oder Minecraft Cracked, findet ihr tausende Videos, in denen gecrackte Versionen von Minecraft angeboten werden.
Aktuelle Version, pipapo, ihr kennt das ja. Na? Genauso ist es mit den aktuellen Top-Hits natürlich. Battlefield 3, Modern Warfare 3, Uncharted, Need for Speed The Run, pipapo. Ja, egal welches Spiel ihr haben wollt, wenn ihr einen illegalen Download sucht, eine gecrackte Version, na, braucht ihr nur auf YouTube danach zu suchen. Und in dem Sinn ist der Vorwurf gegen YouTube, dass es Software- und Medienpiraterie unterstützt, indem nämlich nicht energisch gegen solche Videos vorgegangen wird und gegen die, die YouTuber, die solche Videos hochladen. Ja, ist der Vorwurf, dass YouTube und natürlich auch Facebook und Co. alle möglichen Plattformen, auf denen man halt Inhalte hochladen kann und Links hochladen kann, ja, ist der Vorwurf natürlich berechtigt, dass diese Plattformen eben massiv Software- und Medienpiraterie unterstützen. Das heißt, Verstöße gegen das Urheberrecht. Ja. Und es steht auch überall in den Nutzungsbedingungen drin und jeder, der dort etwas hochlädt, hat diesen Nutzungsbedingungen zugestimmt, dass er keine Inhalte Dritter hochlädt, kein urheberrechtlich geschütztes Material. Und das ist eben auch der Link zu einem Video bei einem Streamer mit dem neuesten Hollywood-Blockbuster oder auch der Download-Link zu einer gecrackten Version von Minecraft, Need for Speed, Battlefield, Modern Warfare, was weiß ich. Ja. Und das haben die damit im Auge. Gar nicht die Let's Player. Ja. Also, es geht gar nichts, gar nicht dagegen, dass man jetzt bei YouTube keine Let's Plays mehr hochladen kann. Nein! Es geht darum, YouTube und Co. Sprich Facebook etc. Da wirklich in die Pflicht zu nehmen, ihren eigenen Verpflichtungen, nämlich die sie jetzt einfach ihren Usern auferlegen, ja, indem sie mit ihren Nutzungsbedingungen, aber trotzdem gibt es eben auf YouTube und Facebook und Co. haufenweise urheberrechtlich geschütztes Material. Wie gesagt, gebt einfach mal ein Minecraft for free, Halleluja. Ja. Und bei diesen Viewzahlen wird jeder Let's Player neidisch. Das kann mir keiner erzählen, ja, dass er sich nicht für seine Minecraft-Videos 20.000 Views wünscht. Ja. Einfach mal ein Video hochgeladen mit dem Titel Minecraft Cracked for Free, das entsprechende auch noch in die Text geschrieben. Halleluja! Schon geht der Zähler hoch. Möchte ich fast meinen. Würde ich mal fasten. Oder bin ich mal fast in Versuchung, einen entsprechenden Fake zu machen. Ja, das wäre ein Ding. Wäre meiner Meinung nach natürlich auch eine Strategie für die Firmen. Ja, sowas als Fake zu inszenieren und jeden, der da raufgeht und dann natürlich den entsprechenden Link besucht. Nicht nur das Video, sondern auch den entsprechenden Link. Dann erst natürlich abzugreifen und abzumahnen und zur Kasse zu bitten. Ja. Weil sich da aus der Schlinge zu winden, wird natürlich schwierig. Ja. Bequemer ist es natürlich für die Majors, sprich also ja, die Hersteller und Vermarkter von Spielfilmen, darum geht es hauptsächlich, Spielfilme, Musik und Spiele, sprich Software. Denn man findet natürlich auch, was weiß ich, Videoschnittprogramme und so eine Sachen, Adobe oder PaintShop und so eine Sachen, findet man sich ja auch. Download-Links. Und ich sollte mir mal wieder ein Bett suchen. Braucht man auch nur bei YouTube suchen, schon findet man die Links, wo man den Krempel kostenlos und illegal herunterladen kann. Ha? Also. Da sind eben die Leute zu Recht hinterher. Und das ist ja alles schon illegal. Es ist schon illegal, ein Video bei YouTube hochzuladen mit urheberrechtlich geschütztem Material. Sei es ein Ausschnitt aus einem Film, ja,
sei es Musik, wenn sie nicht ausdrücklich freigegeben ist, ja, sei es irgendwas anderes. Und schaut euch bitte einfach mal die Endbenutzervereinbarungen, die Endbenutzerlizenzen eurer Spiele an. Da steht haargenau drin, was ihr mit dem Spiel machen dürft. Ja, und da steht auch ganz genau drin, in den meisten Fällen, mehr oder weniger mal anders formuliert, je nachdem wie aktuell das Spiel ist, dass ihr Spielinhalte und Dateien, Teile des Spiels nicht verbreiten dürft. Ja, schaut nach, schaut in die Eulas eurer Spiele, was ihr auf der Palette habt. Ja, wenn da überhaupt eine Eula dabei ist. Ne? Bei gekrackten Versionen fehlt die meistens. Ihr merkt, ich komme so langsam wieder in Fahrt. Ja, also, ein Spiel abzufilmen. Wie zum Beispiel jetzt hier Minecraft. Ist die Veröffentlichung urheberrechtlich geschützten Materials. Und das gilt für Minecraft genauso wie für Need for Speed und alles andere. Ja. Dass das toleriert wird, keine Affäre. Ja, aber im Prinzip, ja, ist das urheberrechtlich geschütztes Material. Ja. Auch wenn ich jetzt gerade und besonders, wenn ich jetzt hier mit den Originaltexturen spielen würde, ja, bei anderen Spielen kann man ja häufig nicht anders. Ja. Zum Beispiel eben die Originaltexturen, 3D-Modelle, die in dem Spiel vorkommen, die sind urheberrechtlich geschützt. Zeigt ihr die, verbreitet ihr urheberrechtlich geschütztes Material. Ja, ihr habt, wenn ihr ein Spiel kauft, habt ihr im Prinzip nur die Lizenz, das Ding zu spielen. Nichts weiter. Ja, schaut, wie gesagt, einfach mal in eure Lizenzbestimmungen nach. Also, Let's Plays sind genau genommen schon heute verboten. Egal ob in Deutschland mit amerikanischen Spielen, in Amerika mit deutschen Spielen oder sonst auch immer. Ja, dass die toleriert werden, ist eine andere Sache. Ne? Sobald man das kommerziell macht, sprich zum Beispiel als YouTube-Partner mit den auf die Videos geschalteten Werbespots Geld verdient, muss man die Lizenzen vorlegen. Sprich vom Hersteller die Bescheinigung, dass man das darf, dass man den Spielinhalt kommerziell verwerten darf. Ja. Muss man bei jedem Video beilegen, die Lizenz, dass man das hat. Ja, wenn man nicht YouTube-Partner ist, das Ganze hier noch so unter Privat läuft, wird das einfach toleriert. Trotzdem ist es genau genommen illegal, verstößt einerseits gegen die Endbenutzerlizenz des Spiels und diese habt ihr mit dem Kauf und der Installation des Spiels zugestimmt. Da geht schon mal die erste Schlinge zu. Das zweite Mal zieht sich die Schlinge zu bei den YouTube-Nutzungsbestimmungen, denen ihr mit dem Hochladen des Videos ebenfalls zugestimmt habt. Da habt ihr nämlich, oder dort stimmt ihr nämlich zu, kein urheberrechtlich geschütztes Material hochzuladen. Und so ein Spielebildschirm. Hier, wie gesagt, Modelle, Pipapo, Grafiken, Texturen, urheberrechtlich geschütztes Material. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Ja. Also dieser Rummel um Sopa ist vollkommen unangebracht. Sopa will nichts erreichen und nichts verbieten, was nicht schon verboten ist. Ja, muss man ganz klar sagen, das Verbreiten urheberrechtlich geschützten Materials ist bereits überall verboten. Sowohl bei uns, bei YouTube, in den Vereinigten Staaten, überall. Dass es nicht überall verfolgt wird, ist eine andere Sache. Und Zopa hat zum Ziel, beziehungsweise so die Stoßrichtung, die durchaus diskutabel ist, möchte ich mal sagen, jetzt eben YouTube, Facebook und Co. da ein bisschen stärker in die Pflicht zu nehmen, indem nämlich ein amerikanischer Rechteinhaber. Ja, SOPA gilt nur für Materialien, sprich Filme, Musik, Spiele, Software,
urheberrechtlich geschütztes Material, bei denen die Rechte bei einer amerikanischen Firma liegen. Denn Zopa dient nur dazu, amerikanische Interessen zu schützen. Ja, sprich, in Amerika Arbeitsplätze, Konsumkraft und Unternehmensgewinne zu erhalten. Ja, das heißt, wenn ich ein Let's Play von einer deutschen Software mache, was weiß ich, Anno zum Beispiel, ja, hat Zopa keine Chance. Die Rechte liegen nicht in amerikanischer Hand. Ja. Kann euch also nichts passieren und wir kriegen vielleicht dann doch auch mal interessante Software zu sehen. Ja, nicht immer nur den Krempel von EA, über den man ja geteilter Meinung sein kann, sprich die moderne Massenware der Majors, sondern vielleicht guckt der eine oder andere Let's Player dann doch mal, was es so auf dem Indie-Markt aus europäischen Landen gibt. Ja? Schweden, Minecraft sei hier einfach mal nur als Beispiel hingestellt. Ne? Frankreich, Polen, Italien, Spanien, Deutschland natürlich auch. England, überall wird Software gemacht und werden auch Spiele gemacht. Nur nimmt von denen keiner Notiz, weil einfach marketingmäßig weggedrückt von den amerikanischen Majors. Ja, also, super, selbst wenn es so, ja, selbst wenn es tatsächlich Let's Plays, ja, verbieten würde, wäre da echt mal eine Chance für europäische Software. Weil das Gesetz gilt nur für amerikanische urheberrechtlich geschützte Materialien, wo also die Rechte bei einer amerikanischen Firma liegen. Ja. Aber wie gesagt, es geht bei SOPA gar nicht um Let's Plays, sondern um urheberrechtlich geschützte Inhalte und die wesentliche Stoßrichtung sind dabei eben Filme, Musik und Software selber, also das Spiel selber, nicht das Let's Play. Ja. Aber ja, wie das Internet und YouTube natürlich auch einmal so sind. Ja, ich weiß nicht, wer den Floh in die Welt gesetzt hat, dass mit Zopa eben Let's Plays verboten werden sollen. Auf jeden Fall sind natürlich eine Menge Leute mit wahrer Begeisterung drauf angesprungen. Ich nehme mal an, boshafterweise. Ja, ich bin ein boshafter alter Mann. Und je älter ich werde, desto boshafter werde ich. Ja, boshafterweise natürlich, vermute ich mal, viele Leute einfach dabei, jetzt mit Aufrufen zu Stopp Zopa! Die den Zirkus damals um RTL verpasst haben. Ach, sie schämen, dass sie nicht dabei waren und jetzt hoffentlich dabei sein können, ohne dass sie anscheinend eine Ahnung haben, worum es bei SOPA wirklich geht. Ja. Der Haken dabei ist jetzt nämlich. Oh, was haben wir denn da? Geil, Pilzkühe! Geil! Wo kommt ihr denn her, Mädels? Na, das ist ja mal eine Überraschung. Das ist ja mal geil. Wisst ihr, was ich da. Oh nee, ich muss ja hier. Ich hole mir mal gleich Getreide. Scheibe, da bin ich ja doch vom Thema abgekommen. Wo muss ich denn jetzt hin? Dies ist die falsche Richtung. Ja. Ja. Das Blöde ist, wer jetzt oder wer dazu aufruft, SOPA zu stoppen, muss sich leider vorwerfen lassen, dass er dagegen ist, dass etwas getan wird gegen Softwarepiraterie
gegen das Raubkopieren von Spielen, gegen das Raubkopieren und Verbreiten von Filmen, gegen das Raubkopieren und Verbreiten von Musik. Ja. Deswegen sollte sich jeder genau überlegen, ob er an einem Aufruf gegen SOPA teilnimmt oder vielleicht sogar selber dazu aufruft. Weil ich denke ja böse. Wie gesagt, ich bin ein boshafter alter Mann. Und je älter ich werde, desto boshafter werde ich. Und jetzt male ich mir einfach mal folgendes Szenario aus. RTL exklusiv berichtet darüber. Ah, und die Jungs fassen das Thema natürlich genau richtig an. Sprich, die Schlagzeile lautet Gamer-Szene, deutsche Gamer-Szene vor allen Dingen. Haha, auf die können sie ja nochmal richtig einprügeln jetzt. Und zu Recht, ohne dass man ihnen was anhaben kann. Ruft zur Unterstützung von Raubkopien auf. Halleluja, ist das eine Schlagzeile? Ha, das kann man doch bringen. Und da kann einem keiner an den Karren fahren. Ja, weil es tatsächlich so ist. Jetzt darf jetzt nicht vergessen, dass ich mir hier eigentlich Getreide holen will. Und habe natürlich hier wieder den Arsch voll mit Krempel. So, hier. So, jetzt schmeißen wir den hier weg. Dann können wir hier auch wieder gleich nachsetzen. Ja, wie gesagt. Also, RTL, Schlagzeile, explosiv. Deutsche Gamer-Szene unterstützt Raubkopierer. Filme, Musik, illegale Musik und Software-Downloads. Und mit dieser Behauptung haben sie dann sogar recht. Bei jedem, der an einem Aufruf gegen SOPA einfach kritiklos teilnimmt. Denn SOPA, wie gesagt, hat das Ziel, nicht das Let's Playen zu verbieten. Nein, sondern die Verbreitung urheberrechtlich geschützten Materials. Ja, und das ist in Deutschland bereits illegal. Das ist nicht erlaubt durch die Nutzungsbestimmungen von YouTube. Also es wird gar nichts gefordert, was nicht schon geltendes Gesetz ist. Ja? Aber RTL Explosiv könnte sich jetzt hinstellen und wie gesagt mit der Schlagzeile deutsche Gamer-Szene unterstützt Raubkopierer. Ja, die bösen Buben, die unterstützen wir Gamer. Halleluja. Könnten sich hinstellen und richtig schön auf die Kacke hauen. Na, richtig schön original zitieren. Die Aufrufe gegen SOPA. Ja, mit allem drum und dran. Ich würde mir als RTL-Redakteur so die Hände reiben und schon mal aufspesen den Besuch in Kölns bestem Puff vorbereiten lassen, ey, und da so eine Party schmeißen. Ich würde das Ding so abfeiern, wie sich hier die deutsche YouTube-Gamer-Let's-Player-Szene selber einfach in die Nesseln setzt, weil sie nicht nachdenken und nicht nachlesen. Ich würde da so abfeiern. Da würde man selbst in Köln noch 3 Tage lang von reden, von der Fete in dem Puff. Wobei ja Köln auch in der Hinsicht ja gar nicht so schlecht bestückt sein soll und auch einiges zu bieten haben soll. Ich kann mich da nur auf Gerüchte hören sagen und natürlich die RTL-Berichterstattung verlassen. Aber falls hier jemand aus der Szene zuguckt und vielleicht sagen kann, ja, so ist das. Ich mache hier auch gratis Werbung für das entsprechende Etablissement. Vielleicht ein paar Fotos dabei. Ja, Freibesuch mit Freidrink brauche ich dafür nicht. Ja, kleiner Obolus auf mein Schweizer Nummernkonto. Und die Sache ist geritzt. Wie gesagt, ich würde als RTL-Redakteur diese Story so abfeiern. Das glaubt ihr nicht.
Haha. Also, wie gesagt, ich bin ein boshafter alter Mann. Ich würde das so abfeiern, das Ding. Ja, wie sich hier die deutsche Gamer-Szene selber ans Messer liefert. Ja, das könnt ihr gar nicht glauben. Und das Schönste ist, ja, die Leute rennen auch noch reiner Schauder die Bude ein. Weil er eben damals, ja, mit ausgelöst hat, kann man sagen. Den Aufstand wegen des Berichts von RTL Explosiv von der Gamescon, ne? Ihr wisst alle, wovon ich rede. Ja, und jetzt rennen ihm die armen hirnlosen Pfeifen die Bude ein, er soll doch auch gegen Sopa was machen. Als ob er nur der Heiland und Heilsbringer für alles ist. Also, da mutet er dem Mann wirklich zu viel zu. Und kann ich ihn nur verstehen und unterstützen, wenn er sagt, Leute, lasst mich mit dem Scheiß in Ruhe. Ja. Hat er also vollkommen recht. Wie gesagt, macht euch einfach zu Sopa schlau. Ganz einfach Wikipedia aufrufen, Sopa eingeben und dann habt ihr die Seite. Und dann könnt ihr euch sogar den Originaltext der englischen Vorlage anzeigen lassen. So wie sie halt im Kongress eingereicht werden wird. Sagt mal Schafe. Macht ihr hier mal Platz für die Kühe. Da kommt Mädels rauf hier. Folgt mir nur noch eine. Jawohl, die ist immerhin schon oben. Na komm schon, Mädel, komm die durchs Gatter. Ja, braves Mädchen, du hast es geschafft. Ja, so, euch beschäftigen wir mal kurz. Ja, also wie gesagt, als RTL-Redakteur würde ich sowas von abfeiern, das glaubt ihr nicht. Und ja, kommt rein, Mädels. Kommt, für euch ist auch noch Platz. Ja, nur zu, traut euch. Ja, lecker Pilzkühe, ne? Komm her, ihr dürft euch auch vermehren. Wenn ihr auch gerade nur zu dritt seid. Hast du nicht schon, du Schaf? Ach so, hier ist einer überzählig. Na okay, dann zack, packen wir das mal weg. Machen hier das Tor zu. Ach, und da ist sie schon, eine junge Pilzkuh. Ist sie nicht niedlich? Ach ja, Leute, und mit diesen friedlichen Bildern zu einem unfriedlichen Let's Play-Kommentar. Jawohl. Habt ihr den alten Dutchman mal erlebt, wenn er so mal richtig vom Leder zieht? Man muss alles mal mitgemacht haben, Leute. In dem Sinne, bleibt mir treu, bleibt mir gewogen. Empfehlt mich weiter. Adieu mit Ö.